Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu die Kunst des Mordens, Karten des Schicksals. Und ihr seht, wir sind noch in diesem Bauwagen und widmen uns jetzt mal dem Kühlschrank und seinem Schloss. Es besteht eine Verbindung zwischen den Schlüsseln und dem Kühlschrank. Genau, durch die Schlüssel hat man das schließlich dann auch herausgefunden. Es hat eine Weile gedauert und ja, 2914 ist der Code, kann ich ja schon mal sagen. Aber von welcher Richtung jetzt aus, weiß ich jetzt nicht. Ich probiere es mal von hier. Ansonsten muss ich das dann andersrum machen. Was habe ich gesagt? 2914. Ja, das schon mal. So. 1. Das ist es. Ja. Wahnsinn. Also 2914 von unten nach oben. Schauen wir mal rein, ja. Hallo. Das Schloss wegmachen. Bier, etwas essen, Schlüssel? Man braucht ein Vorhängeschloss, um so etwas zu sichern? Oh, das ist aber eine Menge Bier. Ziemlich viel auf den ersten Blick. Aber für ein paar Kumpels? Kumpels, ja, wenn da nur einer sitzt. Tja, hier muss es doch noch was geben. Ah, ein Schlüssel. Was, für was ist der? Sind die kalt? Ja, kalt. Aber für was? Ziemlich viel auf den ersten Blick. Aber für ein paar Kumpels? So, wir haben hier nur noch das Bier. Und irgendwelches, ja, Essen. Ich sollte noch etwas erledigen, bevor ich gehe. Ach so. Das Schloss. Alles klar. Sonst fällt's ja auf. Der Schlüssel könnte wo passen? Okay, ich gehe erstmal in die Richtung nach hinten. Nicht nach hinten. Ja, da war noch was. Sie wollen doch nicht gehen, oder? Wir gehen. Tun wir nicht. Nicht, wo ich so weit gekommen bin. Erleuchten Sie mich bitte. Ich kann nämlich keine Erfolge erkennen. Ich habe die Spur verfolgt, die der Killer gelegt hat. Ich habe die Hexenpuppe. Die Puppe führt zur Kammer des Schreckens. Und warum sollte die Puppe mich überzeugen? Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass wir den Hinweisen des Mörders folgen. Ich glaube, wir folgen den Hinweisen Ihres erschöpften Gehirns. Ich bin nicht erschöpft, ich war im Urlaub. Offensichtlich sind Sie zu früh zurückgekommen. Sie waren in der Alpha-Phase und haben Sie unterbrochen. Ach, hören Sie auf. Muss ich mich wirklich vor jedem rechtfertigen? Nein. Sie erzählen mir besser, was wir hier machen. Das SWAT hat das ganze Gebiet durchkämmt, einschließlich der Kammer des Schreckens. Kein Killer, kein Opfer. Was wollen Sie hier noch erreichen? Es muss eine Art Zeichen geben, eine Spur. Wir sind nicht umsonst hergekommen. Es war die falsche Entscheidung, der falsche Ort. Wir müssen wieder am Anfang anfangen, beim Päckchen. Wir müssen alle Einzelheiten noch einmal analysieren. Das habe ich bereits getan, Partner. Sie werden zum selben Schluss kommen wie ich. Sie können einfach nicht zugeben, dass Sie im Unrecht sind. Die Operation läuft. Sie werden jede Sekunde etwas finden. Werden Sie nicht. Es ist vorbei. Ist es nicht? Oh ja, das ist es. Ich habe hier die Befehlsgewalt. Nicht mehr. Ich habe dem Chef Bericht erstattet. Er sagt, wir sollen zurückkommen. Hinter meinem Rücken? Der Chef rief mich an und Sie waren nicht in Reichweite. Was sollte ich denn machen? Ihm sagen, Sie hätten so eine Ahnung, ein Gefühl, dass Sie auf ein Zeichen warten? Ich werde ihn sofort anrufen. Wie Sie wollen. Aber es war seine Entscheidung, uns anzurufen. Alles, was Sie erreichen können, ist, einen schlechten Eindruck zu hinterlassen. Hören Sie zu, Dick. Wir können nicht einfach die Hunde loslassen, um die Beute mit ihren Zähnen zu reißen. So funktioniert das einfach nicht. Wir müssen hier herumschnüffeln, uns in die Umgebung einfühlen. Wissen Sie, was ich meine? Ziemlich genau. Ich bin schon länger in diesem Geschäft als Sie.
Aber wenn sie das gewusst haben, hätten sie nicht die ganzen Leute hierher schleppen sollen. Der Typ mag es nicht, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Er arbeitet an einsamen Orten. Das ist eine ideale Situation für eine Spezialeinheit. Und Sie glauben, er liefert sich einfach wehrlos aus? Er möchte aus dem Schatten herauskommen. Er will, dass die Welt seine Schmerzen sieht. Er verliert den Instinkt der Selbsterhaltung. Den verlieren Sie. Sie sind hysterisch, werden von der Sache mitgerissen, Partner. Warum sind wir hier, wenn Sie so großartig sind? Warum haben Sie diesen Typen nicht längst erwischt? Wenn Sie an etwas neben Ihren kleinen Phobien interessiert wären, wüssten Sie das jetzt vielleicht schon. Sie mögen mich nicht, weil ich Ihr männliches Ego verletze. Wie kommen Sie mit Leuten zurecht? Immer gerade heraus, was? Ich und mein Partner waren ein tolles Team, wenn Sie das wissen müssen. Machen Sie nicht mich dafür verantwortlich. Ich habe Nick nicht gefeuert. Ich mache Sie nicht verantwortlich. Aber warum zur Hölle muss ich mich mit Ihnen die ganze Zeit herumschlagen? Weil das hier kein Kinderspiel ist. Genug davon. Ich nehme das Team und kehre zum Büro zurück. Sie können ja bleiben, wenn Sie wollen. Scheiße. Ich bleibe. Viel Spaß, Partner. Den werde ich haben. Schließlich ist es ein Vergnügungspark. Aber Sie nehmen nicht den Wagen. Verdammt, geht doch alle. Ich werde nicht aufgeben, bis ich etwas finde. Genau, ja, der Streit war ja ziemlich kindisch, oder? Echt, das, also... Man sollte doch meinen, dass man sich als Beamter sich doch benehmen kann. So, zurück zum Spiel. Ich hatte noch was vergessen, und zwar dieses Rad. Das Rad ist komplett. Kein Teil fehlt. Ja. Oh, Moment, ich habe noch was vergessen. Mir fällt gerade was ein. Okay, ich klicke mich mal schnell zurück. Denn, das wollte ich noch holen. Bei der Schießbude lag noch was. Unbedingt noch holen. Und zwar... Ein Stück weiches PVC. Ja. Stange, habe ich den Nagel... Irgendwo einen Nagel. Das geht nicht. Okay, das geht nicht. Ja, ich weiß schon ungefähr. Schnell wieder zurück. Jetzt die Frage. Schraubstock, genau. Bevor ich jetzt alles hier vergesse und... Nagel. Ich hatte doch eine Stange. Das wird nicht passieren. Wieso nicht? Ist hier noch was? Das geht nicht. Das passt nicht. Das war's, was ich vergessen hatte. Tja. Niemand ist perfekt. So. Das muss aber gehen. Genau. Okay. Sollte so funktionieren. Geländerstange, nein, ich glaube, ich soll nicht mit dem Nagel, wo ist er jetzt wieder hingerutscht. Ich bin ja immer froh, wenn das Inventar sich leert. Jawohl. So. Mit einer Lochzange würde das besser gehen. Ja, Loch ist Loch.
ein Stück Plastik mit einem durch das Loch eingefädelten Faden. So, und jetzt noch den... Wo ist der Nagel? Geländerstange. Dich nicht. Ach Mann. Lass mich doch nicht so oft hier hin und her rennen. Da ist ein Nagel. Krieg ich den mit dem Hammer raus? Ja, klar. Das geht nicht. Das ist überhaupt der Nagel, den ich brauche. Geländerstange. Ich hab den doch noch gehabt. Wieso ist der jetzt weg? Wieder was. Boah, Wahnsinn, mit der Geländerstange habe ich den rausgeholt jetzt. Okay. Wieder Zeit verschwendet. Aber ich kann ja nicht alles gleich wissen. So. Den Nagel noch hier rein und gerade biegen, mitnehmen, wieder raus und diesmal hier hin. Endlich. Denn wir wollen ja die Geisterbahn betreten und untersuchen. Ich sollte das Rad mit einem Bolzen blockieren. Andernfalls fällt es während der Fahrt ab. Ja, da wird er gerade Nagel. Ich muss den Nagel nur umbiegen. Jetzt kann das Rad nicht mehr abfallen. Oh, solche Dinge haben wir schon so oft repariert und gemacht. War das hier jetzt? Muss ich noch irgendwie die... Ah, okay. Zeit für eine kurze Fahrt. Okay. Es dürfte uns ja nichts mehr fehlen. Denn, ja, wir haben alles soweit. Kleine Umwege, aber das ist halt so. Und das könnten, das müssten die Schlüssel sein. Ja. So. Wir haben hier Knöpfe. Die Anlage in der Kammer läuft. Der Zug ist jetzt mit Strom versorgt. Oh, das ging schnell. Also S2 und S3 habe ich gedrückt. Da es hier nichts mehr gibt, würde ich sagen, wir fahren mal los. Ja. Ja. Kann ich hier nicht? Ah, okay. Ich habe noch eine Spielkarte gefunden. Ich muss meinen Partner anrufen. Hallo, ich habe eine Karte in der Kammer gefunden. Eine Dame. Dann tun Sie sie in eine Plastiktüte für Beweisstücke. Am Ort des Verbrechens erscheinen Karten. Also muss er hier sein. Wo ist das Verbrechen? Wo ist das Opfer? Vielleicht haben wir ihn gestört. Er ist abgehauen, aber er wird es wieder versuchen.
Ich komme nicht mit den Hubschraubern zurück. Ich kann die Polizei bitten, eine Patrouille vorbeizuschicken. Jemand sollte diesen Ort die ganze Zeit überwachen. Ich sage Ihnen, dort ist nichts. Woher wollen Sie das wissen? Kennen Sie sich mit Cartman so gut aus? Wenn Ihnen danach ist, den Vergnügungspark zu überwachen, dann tun Sie es. Arschloch. Ja, wir haben eine weitere Karte. Und ja, ich muss ja noch rausfinden, was mit den Fässern auf sich hat. Es lädt, es bedeutet, es passiert was. Na? FBI, keine Bewegung. Kein Scherz. Was zum... Umdrehen und Hände an die Wand. Jetzt! Was geht hier vor? Ich arbeite hier. Haben Sie eine Waffe? Scheiße! Nein! Wie heißen Sie? Archie Benson. Was machen Sie hier? Arbeiten. Ich bin von der Abrissfirma. Um diese Uhrzeit? Ich passe auf diesen Müll auf. Ich bin der Wachmann. Für eine Wache scheint Ihnen das hier ziemlich egal zu sein. Wer ist Ihr Boss? Meinen Sie den Bauleiter oder den, der mich eingestellt hat? Den Bauleiter. Keenan Townsend. Wie lange arbeiten Sie hier schon? Einen Monat. Ich sitze hier normalerweise abends. Heute müsste ich mir ein Bier holen. Es ist hier nachts so still und man hört nur das Stöhnen und Ächzen der Maschinen im Wind. Ich kann nicht schlafen, wenn ich nicht betrunken bin. Der Bauleiter wird entzückt sein. Was machen Sie, wenn Sie mit dem ganzen Zeug hier gestohlen werden? Das ist mir egal, solange Sie mich nicht in einen anderen Bundesstaat schleifen. Sie sind also auf Bewährung? Fragen Sie meinen Anwalt. Das mache ich bestimmt. Und jetzt strengen Sie sich mal an und versuchen Sie, sich daran zu erinnern, ob Sie hier in den letzten Tagen irgendwelche fremden Leute gesehen haben. Das ist ja das Problem, dass niemand hier gewesen ist. Man langweilt sich zu Tode. Wie viele Leute sind mit dem Abriss beschäftigt? Nie mehr als 4 gleichzeitig. Sie finden eine Liste im Wachhäuschen. Und keiner von denen hat in letzter Zeit irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt? Sie waren schon eine Woche lang nicht hier. Dieser Abriss hat keine besonders hohe Priorität, wissen Sie. Das kann einen wirklich runterziehen. Wonach suchen Sie denn? Spielen Sie hier Karten? Das gesellschaftliche Leben ist hier eher ruhig. Jeder springt einfach in sein Auto und haut so schnell es geht ab. Sie sind auf Bewährung. Ich möchte, dass Sie sich um 10 Uhr im örtlichen Büro des FBI in der Bronx melden. Fragen Sie nach einer Agentin Bonnet. Sie werden bei der Arbeit entschuldigt. Sprechen Sie einfach mit Ihrem Bauleiter. Und sprechen Sie mit niemandem über unsere Unterhaltung. Meine Güte, sollte ich jetzt Angst haben? Wie meinen Sie das? Sollte ich verdammt nochmal Angst haben? Sie sind ein Wachmann. Ich bin sicher, Sie werden damit fertig. Jep. Ich werde ein paar Freunde zur Verstärkung anrufen. Wofür brauchen Sie ein Kombinationsschloss am Kühlschrank? Nun... Was ist da drin? Es ist ja kein Safe, oder? Treffer! Da bewahrt unser Boss unsere Bierchen auf. Nun, das ist ziemlich verrückt. Sie wissen nicht, wie das hier ist? Schmutzig, staubig, moderig. Und es ist ein weiter Weg zum Supermarkt. Kennen Sie die Kombination? Nein. Ich wünschte, ich würde sie kennen. Ich bin überrascht, dass das Bier eingeschlossen ist. Da sind Sie nicht die Einzige. Das, was da am Anfang mit dem Geisterzug passiert ist... Sie fragen besser nicht. In der Kammer des Schreckens? Nimmt das jemand ernst? Das ist der Punkt. Alkohol plus Geisterzug ergibt eine Katastrophe. Der Boss hat uns unser Bier weggenommen und zusammen mit dem Schlüssel zum System im Kühlschrank eingeschlossen. Er hat sich um unsere Sicherheit gesorgt. Ein guter Boss, oder? Haben Sie Wertmarken? Möchten Sie das Karussell ausprobieren? Ich frage mich, was man durch das Fernglas an dem Weg sehen kann. Nichts. Und ich habe keine Wertmarken. Etwas hat in Ihrer Tasche geklappert, als Sie durchsucht worden sind. Das müssen Geldmünzen gewesen sein.
Ich kenne die Kombination vom Kühlschrank. Sie? Wie kommt's? Ich habe ihn geknackt. Sie veräppeln mich, oder? Keineswegs. Helfen Sie mir, an ein paar Wertmarken für das Fernglas zu kommen. Was springt für mich dabei heraus? Sie wollen das Bier, richtig? Es gehört also mir? Sie bekommen das Bier, wenn Sie mir die Wertmarken geben. Verdammt! Echt? Also, haben Sie Wertmarken? Wie ist die Kombination? 2914. 2914. Ah, endlich! Gehen Sie und werfen Sie einen Blick durch das Fernglas. Danke. Nützen Sie mir etwas im Supermarkt? Verdammt, ich will nur helfen und Sie wollen mich ausnutzen? Wo finde ich Ihren Boss? Weit weg. Sie sind für ein paar Tage nach Florida. Nun, gerade das kann ich nicht machen. Haben Sie diese Karte gesehen? Nein. Warum? Jemand hat sie auf das Horn einer Attrappe gesteckt. Was für eine Attrappe? In der Kammer des Schreckens. Mann, was für eine Entdeckung. Es ist ein Vergnügungspark, oder? Jemand hat es gestern oder heute gemacht. Wer hätte das sein sollen? Ich bin hier alleine. Woher wollen Sie das wissen? Ihnen kribbelt es in den Beinen. Sie halten es nicht lange an einem Ort aus. Was ist denn dabei? Seit wann kümmert sich das FBI um Spielkarten? Suchen Sie nach einem illegalen Casino? Warten Sie hier. Ich gehe nirgendwo hin. Sehen Sie? Ich bin im Dienst. Okay. Dann schauen wir mal durchs Fernglas. Das wird nicht passieren. Moment, ich habe ich nicht etwas vergessen? Griff. Interessant, dass jemand dieses Fernglas mit einem Nachtsichtgerät ausgerüstet hat. Die Fässer blockieren meine Sicht. Das Bild ist unscharf, aber ich kann eine Herzdame erkennen. Ja, genau, eine Herzdame. Das Zeichen zeigt auf die Fässer oder auf etwas, das dahinter liegt. Schauen wir uns das mal an. Die Fässer müssen weg. Ja, das gute alte Hebelgesetz. So, der Typ scheint reingegangen zu sein. Kann ich jetzt einfach so? Ja. Ich kann ein Gebäude erkennen. Was ist das? Eine Fabrik? Ein Kraftwerk? Moment. Vielleicht muss ich ja doch noch mal nachhaken. Der weiß das vielleicht. Ist das da ein Kraftwerk? Da hinten? Jip, gut möglich. Ist es in Betrieb? Nö, Cannon hat mir erzählt, das Land für den Vergnügungspark wurde von den Eigentümern des Kraftwerks für einen Apfel und ein Ei gekauft. Ich schätze, das Kraftwerk wird bald abgerissen. Das Kraftwerk ab vom Schuss. Ist dies der Ort, wo ich endlich dem Killer gegenüberstehe? Ich mach noch mal ein Stück weiter. Ja, das ist unser nächstes Ziel. Dieser farbenfrohe Minibus muss schon viele, viele Jahre hier sein. Das Rohr nehmen wir mit. So. Sonst noch was? Nein?
Okay. Ein aufgegebenes Kraftwerk mitten im Nichts. Serienmörder lieben solche Orte. So, mal sehen. Ist das gruselig. Wo versteckt er sich? Komme ich hier einfach rein, oder wie war das nochmal? Dieses riesige Zahnrad, das sich nach unten bewegt, sieht wirklich verdächtig aus. Ich muss sehen, was sich auf dem Generator befindet. Quer durch die Halle sind rote Lichtstrahlen von den Lasern. Ein Platz für schnelle Reparaturen. Ja, so, ich habe erstmal eingesammelt, was ich einsammeln konnte und ja, ich weiß, ich glaube, hier konnte man einige Male sterben, wenn man was falsch macht. Ja, auf jeden Fall beende ich erstmal den Part und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten wieder dabei seid. Und in dem Sinne bin ich dann mal wieder weg und vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Part. Ciao.